Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassic Parker live aus Berlin und ich befinde mich heute in Berlin Mitte, meine Lieben, und zwar beim Humboldt Forum, weil ich bin nicht alleine, sondern ich habe heute eine patente Begleitung mit dabei und da stand sie schon ganz heimlich versteckt, stand sie schon. Kannst Merry bitte, Christmas. Kannst du das bitte nochmal machen? Nochmal hinstellen? Ja, bitte, gerne. Ja, ja. Guck mal, wie süß die da steht. Und Weihnachts, was machen wir denn heute? Wir gehen ganz traditionell für euch wieder mal auf einen Weihnachtsmarkt in der Hauptstadt. Und wir haben uns für dieses Jahr das beschissene Humboldt-Forum ausgeguckt. So, jetzt gehen wir mal gerade kurz. Ich zeige euch mal das Humboldt-Forum. Kann die Kamera das einfangen? Nein, kann sie natürlich nicht, weil das Humboldt-Forum wahnsinnig groß ist. Warte mal. Da ist es. Ach, die Weinhaus steht ganz süß. Schau doch mal. Also Weihnachts, ganz toll. Jetzt erzähl doch mal ganz kurz Humboldt Forum. Was ist das genau, meine Liebe? Das ist ein billiger Abklatsch des ehemaligen Berliner Stadtschlosses, das ist ja hier über Jahrhunderte so erwachsen ist und dann auch so unterschiedliche Baustile in sich trug, aber halt auch ein Feudalsymbol war, weshalb es dann nach dem Krieg... Da haben die Kaiser drin gewohnt. Unter anderem. Ja. Es hat den Krieg überstanden, wurde dann auch zwischendrin, glaube ich, als Ausstellungs- und Veranstaltungsraum während der Zeit der anfangenden DDR genutzt. Aber dann hat sich die DDR-Spitze gedacht, das ist zu feudal, wir bomben das jetzt weg, knallen den verseuchten Palast der Republik hin mit ganz vielen Lämpchen, Kabeln und... Danke, Weinhaus, für die Expertise. Die nervt schon. Und dann wollte ich noch ergänzen, der Palast der Republik wurde dann aber auch weggebombt nach der Wende, weil natürlich nichts von der DDR stehen bleiben durfte. Die DDR musste ja ausgelöscht werden. Ganz wichtig, ja, Weinhaus? Und wie heißt dieses Zeug? Asbest? Und es war asbestverseucht, aber das ICC ist auch asbestverseucht und steht immer noch, weil das nämlich unter Denkmalschutz steht. So, und dann haben sie hier jetzt innerhalb von vielen, vielen, vielen Jahrhunderten haben sie jetzt das Humboldt-Forum hier reingebaut. Das ist eine Ausstellungsfläche, ein Museum. Ja, also das Schöne ist, wenn du jetzt der indigenen Bevölkerung angehörst, du kommst nach Hause und es ist alles weg, dann gibt es einen Platz, wo du es wieder findest, nämlich im Humboldt-Forum. Genau, große Diskussion. Und hier ist heute Weihnachtsmarkt, meine Lieben. Und schaut doch mal, es schmunzelt schon so festlich durch. Ja. Und dass die Krakauer Bockwürstchen sind. Und das werden wir für euch mal rausfinden. Wir sind auf der Suche nach den falschen Krakauern. Aber weißt du, mit was wir starten? Mit dem ersten Baumfasseriegriff, nämlich davon ist der erste Baum. Ja. Und weißt du, was mich am meisten nervt? Nee. Meine Ohrringe. Ja, die nerven. Sind deine Ohrringe eigentlich kulturelle Aneignung, Weinhaus? Nee, die sind von DM. Ach, die sind von DM, okay. Ist aber gar nicht, weil man sieht ja genau, wo du hinfährst. Das ist ein bisschen mystischer. Ja, ja, mystischer. Oh ja, das war sehr mystisch. Weinhaus, guck doch erstmal. Guck mal, hier sind so Projektionen. Das ist so fest. Guck mal, da ist noch ein großer Baum, da kann man auch reinfassen. Wir haben hier so viele Bäume zum Fassen, ich komme weiter gar nicht mehr. Ich will auch mal reinfassen. Wollen wir mal simultan fassen? Nein, ich möchte gerne auch mal alleine reinfassen. Ich will auch noch mal reinfassen. Ja? In den hier? Nee, du musst den neuen Baum suchen. Dann nehme ich den traurigen. Aber der ist so unbeleuchtet. Die Weinhaus hat natürlich sofort nach 2 Minuten jemanden gefunden, der... Ist geil und der macht was mit Pilzen. Was macht der? Was mit Pilzen, der verkauft Pilzgerichte, Pilz. Oh. Kannst du mal bei dem mal später mal einen Pilz zum Naschen ergattern, um rauszufinden, ob wir es überhaupt mögen, das Pilzstock an. Vielleicht können wir auch an seinem Pilz naschen. Meinst du so Mushroom-dick? Große Eichen? Nee, Mushroom-dick heißt was anderes. Nee, wenn die Eichel ganz dick ist, dann Mushroom. Ja, aber der Penis ist ganz, ganz dünn und klein. Oben ist dann so eine riesige Mushroom-dick-Eichel. Ach so. Bin halt nicht so eine Schwanzbelesene wie du. Genau, und ich bin auch sehr modern. Weinhaus, was machst du denn zu Weihnachten eigentlich? Ich gehe ins BKA-Theater. Am 26.12. Da ist nämlich endlich wieder süß und deftig in jedem Internet, auch in eurer Nähe, falls ihr nicht in Berlin seid oder euch die Oma unter dem Baum gefesselt hat. Bla, bla, bla. Wie weihnachtlich das hier ist. Warte, ich fahre mal die Antenne aus und dann filme ich mal so. Von ganz oben? Ja. Bin live dabei, meine Liebe, ich bin live dabei. Ich mache jetzt für euch was ganz Wildes. Baumfasserie-Drinking. Also man greift erst mit dem Getränk in den Baum. Man fasst rein und dann nimmt man einen Schluck. Dann hat der gleich noch so ein bisschen Tannenaroma. Tannenaroma.
Getränk? Transistit? Baum. Festlich. Und guck mal, hier sind auch festliche Tische. Ja. Dann bin ich sehr gespannt. Wir suchen nach den Krakauern. Es soll ja auch ein Fahrgeschäft geben. Und zwar so kleine Kinderschaukeln. Nee, weißt du, was das ist? Das sind bestimmt diese automatischen Bodenreinigungsgeräte innen drin, im Schloss drin. Kannst du dich auch draufsetzen und rumfahren? So. Ich will in Bäume fassen, ganz dringend. Ich habe das dieses Jahr völlig missachtet. Aber wir haben doch schon in drei Bäume gefasst. Wir könnten jetzt einen kleinen Baumfassmarathon machen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 1. Ja. Ich. Warte. Oh. Festlich, festlich. Ich mach ganz unten, oder? Ja. Oh Gott. Warte. Warte, bist da gar nicht drauf. Sehr feucht sind die auch. Wir haben uns das schönste Wetter auch ausgesucht für den Weihnachtstag, einen haben wir meine noch. Liebe. Es sind sogar zwei und einer ist glücklich. Warum ist denn da mal schon wieder ein Baum nicht beleuchtet? Das ist der Transistor in den Bäumen, den kann keiner leiden. Ach so. Da muss ich eigentlich schon reinstellen. Sieht man das? Ja, das sieht man. Du bist ja sehr gut beleuchtet. Und da ist ja die Schlemmeralm. Da gibt es bestimmt Fritten. Hast du Bock auf Fritten oder was? Ja. Nee, da gibt es Schwammer. Und Schlemmeralm. Melanie Thornton. Ach, die gute Flugzeugmaus. Ja. Die gute Flugzeugmaus. So eine tolle Frau gewesen. Guck mal, da gibt es schöne Taschen für dich, Wein. Extraordinär. Lustquaste, ne? Lustquaste. Ja, hast du eine Quaste, die Lust bereitet. Alles klar. Oder hier vielleicht. Oh, ich bin viel zu groß. Pass bitte auf, Weiners. Das ist doch modern. Hier, guck mal, Jurassic Park. Ganz süß, dich? Ja. Du magst doch immer gerne so einen Rucksack auch mal. Ja, aber ich habe schon einen Rucksack. Na, wie findest du die hier? Das ist doch schau. Das ist was für dich. Du magst aber so kleine Taschen, wo nichts reinpasst, Weiner. Ja. Ja. Aber guck mal hier. Das wäre was für dich. Guck mal. Das ist ein sehr kleiner Hut. Das ist eine kleine Hutschachtel. Das für einen Mäusehut. Ist für einen Mäusehut, Weinhaus. Mäuse-Sombrero. Ja, okay. Das ist für, warte mal, es gab doch immer die schnellste Maus von Mexiko. Speedy Gonzales. Wir haben Speedys Hutgeschäft entdeckt. Hut. Guck mal, da ist ein Bär. Kann man guck den auch mal, da ist ein Bär. Ja, es hat schon was sehr Tuntiges aber auch, oder? Ja, guck mal, der ganze Glitzer geht ab. Das ist sehr, sehr, sehr billig. We are not amused. Ich würde mich ja da gerne mal reinsetzen, ne? Wenn in Deutschland eine Absperrung außenrum ist, dann darf man da nicht rein. Wenn man die Absperrung übertritt, dann ist super GAU. Meinst du? Weil, und wenn ihr euch da rück... Jetzt machen wir mal eine Rückblende, nämlich zum Baumfassen. Du bist heute sehr gut, ja? Im Alexa, da war keine Absperrung. Wir haben reingefasst und die Tussi im Glaskasten ist trotzdem total ausgeflippt. Weißt du das noch? Ja, ich weiß. Ich zeig mal. Ich schnupper mal rein. Der riecht schon nach billigen Fummeln. Möchtest du mal ganz kurz diesen großen, goldleuchtenden Buttplug demonstrieren? Aber ich finde den eigentlich ganz schön. Du hast ja auch einen Geschmack wie ein Mülleimer. Ja. Das ist echtes Plastik. Da kann man auch. Ja, Entschuldigung. Meine Güte. Transphobe Sau. Kunst kostet Kraft und Haarspray. Und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Aber glaube ich der gleiche Ton. Guck mal, hier ist ein Pummelpony. Oh Gott, das ist aber nur für... Okay, es gibt auch ein dickes Zebra. Ach, guck mal, die dicke Katze ist aber... Oh, guck mal, das ist ein dicker... Oh, bist du auch eins? Ich schenke dir eins. Du schenkst mir eins? Ach, du bist aber süß, Weinhaus. Oh Gott, der dicke Dackel. Du klingelst. Ich weiß, aber ich gehe jetzt nicht ran. Oder das Zebra? Das Zebra ist halt auch das toll. Das Zebra ist halt eigentlich echt cool, ne? Das ist echt cool. Das ist echt cool, ja, ne? Ja, das ist echt cool, ne? Das kostet ja eins. 25 Euro? Also ich finde den dicken Dackel toll. Ja, ne, dann tun wir jetzt mal den dicken Dackel. Ja, schenkst du mir den dicken Dackel? Aber du kannst die dicke Hummel haben. Oh, die ist auch süß. Oh, ich möchte die dicke Hummel haben. Dicke Hummel. Dann nehmen wir beide dicke Hummel. Ja. Ich würde aber gerne eigentlich auch die Hummel haben. Dann machen wir zweimal die dicke Hummel. Ja. Große M oder L? Und sportlich. Und durchtrainiert. Ich muss gerade erzählen, wie schön ich bin. Erstens läuft da richtig gute Musik gerade im Hintergrund. Sind Melanie Thornton schon wieder? Nee. Das ist... beschissener Deutsch-Schlager-Pop. Abend. Hi. Hi. Ja, gerne.
Die Musik ist wahnsinnig beschissen. Die Musik ist richtig beschissen. Richtig beschissene Musik. Aber passt ja zu uns, wir sind ja auch gerne mal beschissen. Da weißt du, was es da drüben gibt? Nee. Firejack, Applejack und Honeyjack. Und eigentlich heißt es alles, Jackie, die haben bloß das Y abgeschnitten, weil das sehr teuer war. Das Y ist ja der tollste Buchstabe im Alphabet. Bla, bla, bla. Weihnachtlich. Fährst du mir gerade an die Brüste? Deine Brüste sind sehr weit unten, die sind auf Nabelhöhe, meine Liebe. Nein. Also dadurch hast du ein sehr unnatürlich langes Sternum. Was ist denn ein Sternum? Brustbein. Halt mal kurz. Also ein scheiß Wetter ist das. Es nieselt seit heute Morgen um 9 Uhr. Regnet es hier durch, meine Lieben, in Berlin. Die Stadt mit dem beschissensten Wetter nach Hamburg. Gut, Weihnachts, guck mal, da sind hässliche Bilder. Ja. Die sind geschmacklos, leider. Du hast doch gar nicht gesagt, wie festlich ich heute aussehe. Also Weihnachts, warte mal, wir machen das jetzt. Die Weihnachts sieht heute so festlich aus. Schau doch mal, wie festlich du aussiehst. Also eigentlich sehe ich, warte mal, ich zeige euch mal, was ich drunter anhab. Na, ist halt das übliche schwarze Kleid. Ich könnte auch ins Berghain, ne? Ecstasy und Techno! Dann gehen wir noch schön ins Berghain gleich. Heute ist Dienstag. Na, ich finde... Die müssen sich sogar, die sind so armselig hier am Rand, die müssen sich eine Lichterkette tragen. Nee, ich finde wirklich, die sehen halt aus, als ob die schon jahrelang gefasst worden wurden. Ja, die. So, jetzt möchte ich Fritten. Jurassica, was denn? Mit normalen Fritten gebe ich mich nicht zufrieden. Ich möchte festliche Fritten. Du hast doch bestimmt ein paar Sonderwünsche bei den Fritten, oder? Festliche Fritten? Und wir sind auch auf der Suche nach den falschen Krakauern. Ja. Hallo. Vielleicht sind die hier drin. Ja, guck mal. Nee, hier sind nicht, oder? Guck mal, hier gibt es Baumstriezel. Also eigentlich möchte ich Fritten. Guck mal, der ist aber süß da, oder? Der Striezelmann. Mit seiner Mütze, wie er da so klopft. Hallo. Der war süß. Der war mega süß. Der war süß. Denke, der denkt sich so, Scheißtrans. Da gibt's auch Fritten. Wo denn? Nein, hier gibt's Kaiserschmarrn. Es gibt doch groß genug dran an der Bude. Beinaus. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ich nicht lesen kann? Festlichkeit. Festlich. Unendliche Festlichkeit. Heute Festlichkeit. Hier bei uns, mit uns am Humboldt-Forum. Nee, was für ein Datum haben Dezember. Wir heute? Und natürlich nicht nur bei uns, sondern auch die Festlichkeit, die ihr stets in euren Herzen tragt. Seid festlich. So, wo sind jetzt die Pommes? Quarkbällchen, Apfel. Quarkbällchen, Nussknacker. Oh, hier duftet's. Hallo. Oh Gott, da muss schon wieder ein Baum gefasst werden. Oh, hier hat es gerade nach Forz gerochen, oder? Boah, hast du geforzt? Nee, aber vorhin hat es nach Sperma gerochen. Hast du abgespritzt? Ja, immer. Also alle 5 Minuten kommt bei mir was raus, ne? Duftkerzen und Schafsmilchseifen. Schnupper jetzt mal für euch hier rein. Schnupper mal rein. Schnupper mal rein. Schnupperst du mal rein? Achso. Soll ich auch mal rein schnuppern? Nach Milch? Und nach Seife. Waldbeere. Schnupper mal rein. Was ist denn Zirbe? Zirbe ist was genau? Große Tanzer. Ach so, das riecht aber gut, Mann. Das mag ich gern, wie ein Mann. Riecht sehr männlich. Große Tanzer. Männer haben ja die auch öfters mal einen großen Tannenzapfen. Und wie viel Schafsmilch ist da jetzt drin in so ein Stück Seife? Gut, weiß man nicht. Wahrscheinlich eher mehr Seife als Milch. Aber sonst wird es ja nicht waschen, ne? Ja. Zur Veredelung. Aber Wachs ist ja auch Bienenkotze eigentlich, nicht? Ja. Wird ja aus Bienenkotze gemacht. Tschüss. Tschüss. Ist auch Bienenkotze. Wachs ist... Nee, Honig ist Bienenkotze. Da sind die Würste. Wo? Ich habe die Würste gefunden. Ach, und jetzt gucken wir mal, ob das echte Krakauer sind. Würdest du dir eine Krakauer mit testen? Ja, natürlich, meine Liebe. Ich habe hier den Krakauer. Na, ess mal eine Wurst. Wollen wir eine eigene Wurst hier? Ich möchte keine Wurst. Ich möchte mal von dir naschen, aber ich möchte keine ganze Wurst. Keine Wurst?